Oh, hallo. Willkommen zu Think in the Morning Nights. Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben einzuschalten. Wir werden heute eine sehr entspannte Gute-Nacht-Geschichte für euch Kleinen da draußen erzählen. Das Wunderschaf. Im schönsten Frühling kam einmal ein Lamm zur Welt, dessen Wolle von Geburt an weich wie Seide war. Sie war so fein, dass der Bauer direkt in die Stadt ging, um es den Händlern zu zeigen. Die Händler waren begeistert. Sie boten eine Menge Geld für die Wolle des Lamms an. Schnell stellte sich fest, dass die Wolle des Lamms nicht nur super weich war, sondern er schaffte auch die schönsten, feuchtesten Träume von jedem Kind und Erwachsenen. Wer auf ein Kissen oder unter eine Decke von diesem Lamm schlief, erlebte im Schlaf die schönsten Dinge, die dreckigsten, die angenehmsten Dinge. Das sprach sich natürlich herum. Der Bauer wurde schnell reich, was ihn sehr glücklich machte. Doch das Lamm litt darunter. Es musste Tag für Tag geschoren worden und verlierte ihre Wolle von Tag zu Tag. Das Schaf wuchs irgendwann auf und hatte einen vernünftigen Stand bekommen. Das Schaf wurde depressiv. Sie wollte einfach nur ihre Wolle loswerden. Als keiner hinsah, mitten in der Nacht, springt der Schaf in einen Haufen Dreck. Es wälzte sich im Schlamm und fühlte sich einmal in ihr Leben wohl. Der Bauer erschrak am nächsten Morgen. Doch als er die Glücklichkeit des Schafes sah, ließ er das Schaf glücklich sein und verkaufte nie wieder dessen Schafswolle. Ein paar Jahre später ging das Schaf baden. Es hat sich sauber geschrubbt und hatte die feinste Wolle, noch feiner als vorhin, und ging wieder zurück zum Bauern. Der Bauer war begeistert. Das war ein Zeichen, meinte er. Er schuf das Schaf zum letzten Mal und machte sich daraus eine Decke. Jetzt konnte auch er die schönsten Träume haben. Und er war glücklicher denn je. Danke fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können gut schlafen. Gute Nacht und das war's mit Think in the Morning Nights. Tüdelü. Die Händler waren begeistert. Sie kauften sich sofort ein Stück von diesem wundervollen Lamm und haben es gegessen. Schnellfell. Sie boten: Fick meine Scheiße, Dreckennutzsohn. Das Wunderschaf. Sie war ein. Ich krieg hier gleich nicht mehr durch. Hallo? Okay, cool.
Das Wunderschaf.